Ich Hey, möchte Knallkopf nicht our leader hacken. told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Nee, mach ich nicht, keine Sorge. Jackass ist aber mal ein deutlich coolerer Name als Knallkopf. Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Ja, es gibt bestimmt einen einfachen Weg, aber der Weg ist deutlich cooler. Hi. Okay. Er ist doch feindlich. Nö. Der darf in seiner Sandhölle alleine bleiben. Ich habe das Ge 9S kann aber scheinbar Gegner häufiger hochheben als 2B. Hm. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall das Plug-in-Chipset ändern. Das gefällt mir aktuell nicht so gut mit 9S. This sand sure is slippery. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich Careful. We've got enemies approaching. Das Item, was das maximale Leben erhöht, rausholen will. These machines are talking. Yeah, I heard from the resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why though. Da, ich wollte schon wieder runterschlagen. Es hat nicht funktioniert. Dammit. 1000 Gold. Wir werden auf jeden Fall mit Geld zugeschüttet. Das heißt, ich sollte das Geld auch mal ausgeben. Für irgendwas. Ich denke, wenn die Gegner spawnen, werde ich sie, kann ich einen bestimmt recht gut hacken. Vielleicht den. Wie bewegt sich dieses Ding denn? Exterminate. Enemy. Scared. So. Aggressives Teil. Enemy. Scary. Do you think they even understand the concept of being scared? Oh, doch ganz gut funktioniert. Vielleicht ist das tatsächlich eine ganz gute Idee, nah, also quasi Gegner zusammenzukiten und dann nahe Feinde zu hacken, statt die starken Gegner zu hacken, weil die Minigames werden mitunter dann ein bisschen schwer. Oh, eine Kiste. Da konnte er jetzt runterschlagen. Warum kann er das nicht immer? Bernstein. Komm schon. Stirb. Oh, hier liegt noch Zeug. Boah, was hat hier denn so ein kompliziertes Heckmuster? So, da kann ich mit rausgehen. Fuck. Au. Ja, ja. Also ich werde mich auf jeden Fall alles an Heilung kaufen, was ich mir an Heilung kaufen kann. So. Ah, man muss manchmal auch ein bisschen Glück mit den Minigames haben. Das war zum Beispiel deutlich leichter als das erste. Auch wenn ich den überhaupt nicht hacken hätte müssen. Nee, egal. Hier ist ein Automat. Den habe ich beim letzten Mal nicht aktiviert, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Fällt gar nicht auf, so ein Fanta-Automat hier irgendwo. So. Ich glaube aber, so ein 9S stirbt auf jeden Fall deutlich schneller. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall
häufiger zwischenspeichern, als ich es vorher gemacht habe. Ich glaube, ich werde ein paar mehr Tode sehen. What the fuck? Ha, hat mich nicht getroffen. Okay, jetzt sind diese komischen Explosionsviecher schon. Ja, aber den kann man recht gut ausweichen. Fuck, den wollte ich nicht hacken. Egal. Jetzt hacken wir den. Was ist, bedeutet das rote Feld, das um den rum ist? Fucking hell. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Wo kam der Explosionstyp her? Okay. Die Wüste ist gefährlicher geworden, habe ich den Eindruck. Wir haben übrigens über 100.000 Gold schon. Zusammen. Na komm. Zack. Maschinenkern. Was finde ich so viele Maschinenkerne? Sind die nicht selten gewesen? Keine Ahnung. So. Da das eine Hauptmission ist. Ach du Scheiße, nein. What the fuck? Okay, ich muss durch sie durchdashen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade getroffen hat. Ich hoffe nicht. Diese Explosions... Die waren doch vorher nicht in der Wüste. Das ist doch kacke. So. Sieht die Wüste auch irgendwie anders aus? Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Also in dem Gebiet. Hm. Was ich erkenne, sind die da. Kann ich die in der Luft nicht hacken? Ah, okay, doch kann ich. Wollte schon sagen. So, und direkt noch den nächsten hinterher und dann sollten eigentlich alle down sein. 2B, it's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. Ich stehe zwar gerade mitten in Explosionen, aber egal, ich habe ja Zeit zu hacken. Lol, ich habe sogar ein perfektes Ausweichen noch hinbekommen. Das könnte nice werden. Da stehen viele drum. Bumm. Schon wieder ein Level up. Aua. Nee, hier muss ich keinen mehr hacken. Gold. Gold. Jod. So. Also mit dem 3 Millionen Gold sollten wir uns auf jeden Fall Kram kaufen. Ich würde gerne ein paar Waffen aufwerten. Weil Waffen, die man aufwertet, bekommen ja Talente dazu. Also zum Beispiel, was ich als erstes aufwerten möchte, das kann ich ja schon mal zeigen, ist, ups. Waffen, kleine Schwerter. Genau, hier, Schwerttyp 40 mit dem Betäubung. Das würde ich gerne aufwerten auf Stufe 4. Wenn ich kann. Da brauche ich 2 schwarze Perlen für. Und ich habe noch nie eine schwarze Perle gefunden.
Heißt, wir müssen rausfinden, wo es die gibt. Weil Betäubung stelle ich mir recht cool vor. Dann kann ich nämlich mit dem Schwert einen Gegner schlagen und ihn dann hacken. Weil, so, also quasi solange er betäubt ist, kann ich dann den Typen hacken. Das müsste eine nice Combo sein. Man muss halt gucken, dass ich die Plug-in-Chips auch dementsprechend angleiche. Sollten hier nicht mehr als der Typ sein. Das war das einfachste Hackspiel aller Zeiten. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. Okay. Wir wissen ja schon, was uns erwartet. Die beiden halbnackten Bobs. Once, long ago, a volcano erupted. From the fires of the eruption, a god emerged. One day, the god appeared before the machines and said, "Consciousness, pain, joy, misery, fury, shame, desolation, the future, the meaning of life." Das war neu. Diese I know what it is. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. I wonder why they insisted on living in such large groups. Things must have been really dangerous around here, huh? Negative. Living conditions were mandated by economic imbalance and a lack of space. Man, humans sure are weird creatures. Ich habe keine Ahnung, was das hey, ist. I fucked this machine before, right? Proposal. Enemy should be dispatched immediately. Leaving such a dangerous foe intact would be unwise. If you say so. Kamera. Okay. Das ist der Partypanzer. Also das war der Partypanzer. So, darf ich jetzt... nice. Ich wette, ich muss den mehrfach hacken. Okay, nächster Hack. Ich glaube, wir werden sehr viel Zeit in diesen Minispielen verbringen. Ach du Scheiße. Gibt es Chips, die Hacken verstärken eigentlich? So, eigentlich will ich die schwarzen Blöcke nicht kaputt machen. Ja, ich komme hier nicht raus. Na super. What the fuck? Was soll ich denn da dran kommen? Ah, so, okay. Und nochmal hacken. Ich glaube, das ist wieder nämlich einer der Gegner, bei denen wir keine Schaden machen ansonsten. Fuck, 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 zu viele. Oh, Hack abgeschlossen. Double K.O. Ja, schon wieder dieser goldene Typ. Vor allem brauche ich bei dem Hacken von dem irgendwie länger als beim Panzer. Was ist das für ein Typ? Ich meine, das der hat ultra leichten Hacks, aber braucht mehr... Ich muss den häufiger hacken als den Panzer. Und meine Waffen machen bei dem ja keinen Schaden. So. Keine Ahnung. Richtig seltsam. Richtiger Müll. So.
Haben wir es dann. Das würde jetzt echt mal interessieren. Boah, das macht kaum Schaden. Selbst wenn es komplett in ihn reinbrezelt. Obwohl doch geht. Ich glaube 9S macht. 2B macht ganz recht normal Schaden. Da macht er den 360. Ich wollte ausweichen. Ich konnte aber nicht. Brother? Wait, there's more of these things? Darf ich jetzt den Kram hier mitnehmen? Jetzt hör auf, wegzurutschen. Ich bin ein wenig verwirrt. Also die, was ich, bevor wir gegen den Panzer gekämpft haben, noch sagen wollte, ist, die, in diesem Cinematic eben, in dieser Rückblende, ich habe keine Ahnung, was es war. Erklärungsvideo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war, ganz am Ende diese Gestalten, die Köpfe von denen sahen aus wie der Kopf von unserem Musikhändler hier. Jetzt habe ich mich ja eh schon gefragt, wie der reinpasst, weil der ist ja irgendwie plötzlich aufgetaucht. Keine feindliche Einheit. Aber warum genau es einen lebenden Kopf hier gibt, wurde uns auch nicht erklärt. Das ist richtig, wir sind keine Maschinen. Oh, leck. Mal diese Mikroruckler. Ausweichdistanz plus 1. Ja, die Ausweichdistanz werde ich wahrscheinlich für ihn höher machen. Dass wir halt richtig gut uns bewegen können. Oh, ich dachte, das wäre eine Kiste. Warte. Nee. Ich dachte, da wäre gerade eine Maus gewesen. Target confirmed. Let's get him. Hello. How are you? Nice weather today. Ja, noch zwei. Oh, die gehen vom Level aber mittlerweile auch recht hoch. Stufe 33. Dieser Sand nervt wie Sau. Ich will nicht rutschen. Es könnte sein, dass der Bosskampf gleich ein bisschen schwer wird, aber wir haben ja gespeichert. Ich habe nämlich absolut keine Lust, meine Plug-and-Chips zu verlieren. Was ist eigentlich hier oben? Hm. Ich wette, hier oben gibt es irgendwas. Kleine Erholung. Titanlegierungen, 3 Stück. Nehme ich. Die können uns zum Verbessern auf jeden Fall einiges helfen. Wow. Hi. Ja, ihr könnt keine Schmerzen empfinden. Ich vermisse mein zweites Schwert. Defekt ist. Und hacken. Wow. Ha, Eckencamper. Ja, spawn doch direkt in mir. So. Es dürfte dem Ding auf jeden Fall nicht gefallen haben. Wo bin ich?
Okay. Ich weiß übrigens auch, dass ich die Schüsse abballern kann. Ach komm. Ja. Nice.